Vieh und Kohle, ja, das aktualisiert sich ja dann. So, den Zug noch bitte. Der nimmt 96 gerade mit und hat eine Länge von 114. Den werden wir dann wahrscheinlich auf die 160 dann noch ausweiten. Oh. Aber der hat auch dreimal so viel, ja, fast dreimal so viel PS. Das heißt, der beschleunigt auch deutlich besser. Der E-Zug. Oh. Warum fährt der E-Zug jetzt auf der... Was? Habe ich irgendwas vergessen? Oh. Ich sehe schon, was ich vergessen habe. Mal kurz die Fenster gehen mir auf den Nerv. Signale müssen zuerst. Ah ja, okay. So, alles abreißen. Das können wir mal lassen. Würde man bei uns schon eine Unterführung bauen. Einfach, dass wir es auch mal haben, oder wie? Das ist so. Viel lieber. Lieber nicht. Weißt du, was ich meine? Hätten die schon gemacht, wo sie die ganze Strecke gebaut hätten. Aber geht nicht, ne? Toll. Ich habe jetzt eher gedacht. Okay, das geht alles. Wunderbar. Alles klar, können wir wieder laufen lassen. Moment kurz. Wir müssen die zwei Züge noch anpassen. Signale. Blau ist Getreide only. Der kann aber auch hier halten. Hallo? Hier halten. Und der hier halt hier. Genau. Das heißt, wir müssen den hier umdrehen. So. Folgen wir den mal schnell, weil den müssen wir dann auch noch austauschen. Okay, das finde ich krass. Wenn du, das habe ich gerade gesehen, wenn du die Linie umänderst, geht das Sach am Bahnhof nicht verloren wie in Train Fever, sondern das wechselt einfach den Bahnsteig. Ach so, egal, ob man jetzt linke Bahnsteige oder rechten wählt. Genau, wenn das zum Beispiel auf dem anderen war und ich wechsle, dann geht es nicht verloren, sondern das wechselt den Bahnsteig. Nicht gut, ja. Mich ja noch mal eben so zwischendurch interessieren würde, habt ihr noch Infos bezüglich Unterstützer? Sowas wie, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Hast du ja gerade angesprochen, Joe, dass man da quasi mitwirken kann, finanziell. Weißt du da noch irgendwie mehr? Nee, da weiß ich nichts. Das war ja auch alles noch zu Train-Fever-Zeiten.
Ah, okay, betrifft also jetzt gar nicht speziell Transport Fieber. Die haben das irgendwie auch mit einer anderen großen Firma irgendwie noch jetzt da gemacht. Ich habe keine Ahnung. Das steht irgendwo auch auf den Seiten von denen, von Urban Games, die das alle machen. Wenn man die durchlesen. Urban Games, okay, dann schaue ich da mal hin. Ja. Guckst du da mal hin, genau. Die Digital Games oder so heißen die irgendwas mit D. Desilius Games. Die heißen. Gambitious Digital Entertainment. Wenn mich nicht alles täuscht. Was ist das? So, läuft dein Ding jetzt da? Da blick ich ja kaum durch, weil ich auch am Anfang die Strecken gar nicht User joined your channel. gesehen habe. So, hi Kai. Du bist hier live im Livestream, man hört dich reden. Alles, was du sagst, wird aufgezeichnet und später gegen dich verwendet. Wollte gerade sagen, alles, was sie sagen, wird und kann gegen sie verwendet werden. Sechs Sätzen, Thema verfehlt, nee, wie jetzt? Ich habe da noch mal eine Frage zu Transportfieber. Ja. Und zwar eine ganz wichtige Frage. Es hieß ja vorab, dass die, oder beziehungsweise man kann ja jetzt Kopfbahnhöfe oder Sackbahnhöfe, wie auch immer, bauen. Und es war ja mal die Rede davon, dass wenn Pendlerzüge wie der von der Amis und hast du nicht gesehen, dass die, wenn die so reinfahren, nicht rumdrehen und dann wieder rausfahren, sondern Das wollen wie sie nennt noch man das? machen. Wollen sie noch machen. Bis zum Release. Also ist noch nicht drinne. Ne. Das sind dann Aber aber das. rein Triebwagen. Also du kannst dann natürlich für dich dann selber einen Güterzug zusammenstellen, wie du willst, und kannst dann halt immer sagen, das ist dann mein Triebwagen und der dreht sich dann halt auch nicht um. Naja, dann mache ich vorne und hinten eine Lok, ne? Bringt nichts, bringt nichts. Du musst es in dem, du musst sozusagen selber sagen, dass es vielleicht ein eigener kleiner Unterbereich ist vom Mod, sagen, weil es muss als Multiple Unit gekennzeichnet sein. Weil Ich Multiple will aber Units, keine Mods. ja, dann wird's schwer. Weil es werden nur Triebwagen, die auch wirklich im Register Triebwagen dann drin sind, sollen sich nicht rumdrehen. Okay. Aber das kommt anscheinend alles noch. Ich hatte dir den Link geschickt hier zu dem Livestream. Ja, das ist sehr löblich und danke, aber ich muss schon wieder los. Okay, dann bis Bloß später mal. als kurze Frage, gell? Bitte? Bloß als kurze Frage. Ja, weil mir das gerade so durch den Kopf geschossen ist und es war ja mal die Rede davon, dass Züge, die entweder Triebwagen oder vorne und hinten eine Lok haben, dass sie dann nicht mehr rumswitchen oder spawnen oder was weiß ich, wie man das nennt. Ja. Ja, Oma darf ja auch nicht vergessen, Juli ist ja auch, hat ja praktisch einen Pressekey. Er gehört ja auch gar nicht zu den Testern. Das Hä? heißt, die anderen, die Beta-Testen, so, die sind ja noch in einem Forum mit drin und da kann Genau. sein, dass das ganz anders noch diskutiert wird und dass die noch ganz andere Informationen haben. Naja, wie gesagt, es war ja die vorab die Rede davon, dass sie das machen wollen im Transportdingens. Ja. Ja, aber das, was ich hier alles sehe, also das haut mich so weg, ne? Dann lassen wir uns mal überraschen nächste Woche Ja. Dienstag. Genau.
Was ist denn hier los? Das weiß ich auch nicht. Lebensmittel Alum. Gut, dann bis später oder ähnliches. Ciao, was ist mit dem jetzt? Oh Gott, die ganzen Züge haben sich aufgehangen. Aber sind jetzt zwei rausgegangen? Ich glaube, da ist ein Lars gekommen. Ja, hallo. Okay. Hallo Lars. Ich bin nur hier, weil ich ein bisschen Unterhaltung brauche. Das ist kein Problem. Warum stand der Zug jetzt so rum? Du bist im Livestream. Alles, was du redest, kann auch mal gegen dich verwendet werden, denn es wird aufgezeichnet. Alles klar. Läuft das da jetzt rund, weil wir hatten ja noch gesprochen mit der Getreide? Ja, ich muss hier erstmal wieder das in Ordnung bringen. Da stand ein Zug irgendwie auf der falschen Seite, weil ich vorhin den Bahnhof wahrscheinlich elektrifiziert habe. Da stand der gerade auf der falschen Seite. Der hat gerade hier alles aufgehalten. Ja. Das interessiert mich jetzt auch. Geht diese Schienenkreuzung hier rüber? Nee, geht nicht, war mir klar. Das wäre zu krass gewesen. Das sind doch noch die schwachen Loks, oder nicht? Ja, müssten wir auch mal ersetzen. So, Lebensmittel, Werkzeuge. Lebensmittel, nee, die nehmen aber nichts mit. Warum denn? Warum nehmt ihr nichts mit? Das heißt, da müssen dann auf jeden Fall auch. Ja, warte mal, jetzt hätte einer rein. Bessere 11 packt der. Dann machen wir den mal hoch. Mal sind alle weg. So. Was hab ich jetzt gemacht? Lebensmittel. Kühdorf. So, du wolltest eine LKW-Linie hinten bei dem Getreide, gell? Ja, eine ganz, ganz kleine. Ja, leider sind wir noch im Jahr 1941, weil ich wollte mit Let's Play früher starten. Was wolltest du? Ich wollte halt im Let's Play früher starten. Den anderen? Ja, ich wollte halt, obwohl ich ja nicht wirklich Fan der Dampfloks bin, aber ich wollte halt einfach mal früher starten. Damit man dann, wenn man im Neuzeit ist, dass man dann Geld hat, ja, und das dann auszugeben. Ja. Achso, du hast kein Geld mehr, ich sehe das gerade, aber soll ja nur eine ganz kleine Linie sein und die wird ja auch Gewinn abbringen. Ein LKW zur Zulieferung. Ja, dass du. Achso, dass du. Ja, da müsste ich wieder. Da müsste ich so zwei große LKW-Dinger bauen. Weißt du? Ja, sind die so teuer oder warum wolltest du das jetzt nicht? Sieht ein bisschen dumm aus, wenn die so dicht hintereinander oder nebeneinander sind, oder? Weil die Produktion läuft an, aber ist klar, die läuft bloß langsam an. Warum? Also ich würde das mal so machen, ne? Meinst du? Ja. Einfach mal zum Ausprobieren, oder? Ist doch, ob der LKW später immer in die grüne Zahlen ist oder nicht. Und wenn er immer in die grüne Zahlen ist, bringt er dir jedes Jahr Knete. Nee, das wird wahrscheinlich dann das nächste. Das ist ja dann das nächste. Sobald er hier, weißt du, du musst es dir ja so vorstellen: Es ist dann nicht mehr so wie früher, dass die Güter über die Straße gehen, sondern wenn der Bahnhof in dem Einzugsbereich ist, geht es direkt von der Produktion in den Bahnhof rein und benutzt sozusagen nicht mehr die Straße. Na gut, das kann sein, aber ich sehe das nicht. Du bist dann noch. Ich glaube dir. Du bist aber da noch in Train Fever drin, denke ich mal. Weil dann würde das ja noch mal einen Schritt länger dauern. Aber wie zeigt er das denn jetzt an? Indem ich auf den Bahnhof klicke.
weil es wird ja sofort abgenommen.